Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Lange ist's her, aber jetzt kram ich nochmal die PlayStation VR 1 aus dem Schrank. Und ich zocke mit euch Transformers Beyond Reality. Das ist ein neues PlayStation VR-Spiel im logischerweise Transformers-Universum. Ein knallharter Action-Shooter, ja, mit vielen Upgrades und verschiedenen Levels, verschiedene Champions und all sowas. Da werde ich euch einige Szenen zeigen. Vielen Dank wie immer auch an meine Sponsoren Woodghost VR, Oppermann Events, Virtual Escape, Slim Beats und Antline Audio mit ihren VR-Headset-Mikrofonen. Links und Coupon-Codes in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ich habe schon das Tutorial und den ersten Level gezockt. Wir haben hier die Move-Controller von der PlayStation VR 1 noch. Ja, schon lange her, dass ich mal mit der PlayStation VR 1 gezockt habe, auf jeden Fall. Wir können hier unseren Held auswählen. Ja, wir haben verschiedene Secondary Weapons, also zum Beispiel so ein Schild oder so ein Schwert oder sowas. Dann haben wir verschiedene Level, verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich habe das jetzt mal auf Easy gestellt. Und dann kriegen wir Energon, ja, das ist so eine Art Währung hier. Und davon können wir uns Upgrades hier kaufen. Ich habe zum Beispiel einmal für unsere Secondary Weapon, habe ich dann ein bisschen Stärke gekauft, ja. Und das Ganze ist jetzt die Kampagne. Es gibt aber noch einen Arcade-Mode, wo du einfach wild drauf loszocken kannst. So, wir gehen jetzt einfach mal ins zweite Level. Dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. Ja. So, und hier sind wir. Wir haben hier unsere beiden Waffen. So, und wir haben hier unsere hier ist unser Schild an der linken Hand. Hier müssen wir runtergehen, wenn so ein Laser kommt. Ja. Also es ist, wie ihr vielleicht schon vermuten könnt, ein ganz klassischer Rail-Shooter tatsächlich, ja. Also wir sind auf einer fest vorgegebenen Bahn. Wir sitzen in so einem komischen Gefährt hier drin, ja. Und müssen dann hier die Gegner abballern. Und dann passieren zwischendurch solche Sachen, dass hier die Transformer kommen, ne, und mit uns kämpfen und uns beschützen. Oder wir die beschützen müssen manchmal, ne. So, und hier ist wieder der Laser. Oh, da müssen wir runtergehen, ja. So. Okay, manchmal können wir an der Seite Dinge abschließen. So, und was mir auffällt, was euch vielleicht nicht... Ich weiß es nicht, ob es euch auffällt in dem Video, aber das merkt man doch schon sehr, dass die Auflösung sehr, sehr leidet hier. Also, so wie ich das sehe, ist das nicht optimiert für die PlayStation 5. Ja, ich habe das ja an der PlayStation 5, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr unscharf. Und ich glaube, das liegt nicht 100% an der Tatsache, dass wir die PlayStation VR 1 hier haben, sondern einfach, dass das auch nicht optimiert ist für die PlayStation 5, ja. Weil das sind so Aliasing-Effekte, Treppchenbildung und. Das finde ich ein bisschen schade, weil letztendlich so für Leute, die so ein Spiel gerne mögen, ja, so ein Rail-Shooter, ich meine, wir sind halt im Transformer-Universum, ja, und an Leute, die Bock auf so Action haben und auf sowas cool finden und Rail-Shooter und so, ist das gar nicht so schlecht, ja, also das bockt schon, da hast du schon Action hier und alles. Ich meine, für mich ist es, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich viel zu stumpf. Ich habe solche Spiele in Millionenfach gezockt. Also für mich hat das keinen Reiz mehr. Das wisst ihr auch, ich bin nicht so der Baller-Fan. Aber das ist kein schlechtes Spiel. Ja, es funktioniert gut. Ja, es geht auch gut mit den Move-Controllern. Da ist gar kein Problem. Bam. So. So, kann ich jetzt mal die andere Waffe zeigen? So, seht ihr das? Das ist einfach so ein krasser Laser. Aber der hat Energie. Die musst du vorher aufladen. Seht ihr hier? Ist leer wieder. Ist immer leer, das Scheißding. Auf jeden Fall kannst du die wechseln, indem du hinten an Rücken einmal die Move-Controller machst. Und dann geht's quasi zur nächsten Waffe. Man kann auch links und rechts ausweichen. Das geht natürlich auch.
Ich meine, zum Beispiel hier diese Szene, ja, wo im Hintergrund dieses geile Gebäude hier ist. Also ich sehe das massiv unscharf, ja. Das flimmert und flackert an allen Kanten. Aber wenn das jetzt zum Beispiel scharf auf der PlayStation 5 mit der PSVR 2 oder so, dann wäre das mega cool, ja. Das würde richtig geil aussehen. Aber so ist es halt einfach nur ein Flimmerteppich. Leider. Und nee, ich bin mir sicher, das liegt nicht an der PlayStation VR 1. Das liegt an der Nicht-Optimierung. Vielleicht kommt noch ein Patch raus. Ja, also im Moment, ich habe das Spiel gerade runtergeladen. Leider scheint es keine Optimierung zu geben. Ist aber naja. Also die... Das macht immer noch Bock, mit der Brille zu zocken und mit den Move-Controllern. Ja, also das ist immer noch spaßig. Ich habe da immer noch Bock drauf. Keine schlechte Brille. Falls ihr die günstig bekommt, ne, es gibt immer noch sehr, sehr gute Spiele für die PlayStation VR 1. Dieses Runtergehen ist im Moment ein bisschen schwierig für mich. Ich habe immer noch so ein bisschen Probleme mit dem Rücken. Langsam machen. Das sieht auch ein bisschen albern aus, also nicht lachen. Bam, bam, bam. Wenn ihr so einen großen Schuss blockt, dann ist euer Schild kaputt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Deswegen am besten die Gegner vorher abschießen. Hier, die kann man einfach so blocken. Das ist kein Problem. Zack. Also ich finde die Umgebung, wenn die nicht so flackern würde, sieht richtig gut aus, ja. Guck mal hier, wie geil das aussieht. Also wirklich. So. Klassischer Rail-Shooter, ganz klar. Entweder man mag's oder man mag's nicht. Eine andere. So, jetzt ist mein Schild kaputt, habt ihr gesehen? Aber da ich genug Energie habe, ist das direkt wieder aufgeladen. Also ihr könnt das noch 3 Stufen schwieriger spielen. Und dann ist das natürlich schon eine ganz andere Kategorie, ne? Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich schon 1000 Mal neu anfangen müssen. Aber ich will euch ja ein bisschen was von dem Spiel zeigen. Und nicht die ganze Zeit neu anfangen. Deswegen spiele ich meistens immer so ein bisschen auf einfacher. Guck mal, das würde so richtig gut aussehen, finde ich. Also in meinen Augen. Übrigens, diese Dinge hier abzuschießen, das gibt einfach Punkte, ja. Also dieses Energon, oder wie das heißt, ne? Ener. Und da können wir uns dann halt Upgrades kaufen. Das ist auch wichtig, natürlich, damit wir dann stärkere Waffen kriegen. Vor allem, wenn ihr natürlich schwierigere Stufen zocken wollt. Geil, guck mal hier. Ist das die Zukunft? Sind das die Solarfelder, die wir dann später brauchen? Um genug Energie zu haben? Oh oh. Ich hab das Gefühl, jetzt kommt der, das ist jetzt der Endgegner. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Boah. Alter! So. Oh. Was macht der denn da? Hey! Ich finde das gar nicht so einfach, das hier alles anzuvisieren. Boah! Also, wie gesagt, ich wäre natürlich schon längst tot, wenn ich jetzt eine andere Schwierigkeitsstufe gewählt hätte, weil ich kann mich im Moment halt auch nicht so gut bewegen. Das ist halt immer so. So, geschafft! Geschafft! Woo! Da liegt der Drecksack im Staub! So, und jetzt kriegen wir gleich noch eine kleine Bewertung. Ah, das ist jetzt, hier so wird die Story erzählt, ja, mit diesen Comics. Ist eigentlich auch ganz cool gemacht. It's Cybertronian technology grafted onto this human power plant. There's a
Energon generator here to light up a small planet. Couldn't tell you why, Bill. Penetrate one can't scan below the bedrock. This takes me back. This reminds me of Cybertron, the peak of the war. And our golden cities were finally depleted of all their Energon. Oh, sorry, little friend. I didn't mean to be such a downer. Now, if I'm not careful, I might end up being one of those old grizzled Autobots with nothing but bad memories and old war stories. Also, ich finde das ganz cool gemacht. Oh, I wasn't talking about you, Ratchet. You have a great bedside manner. Yikes. I got a visual on some very conspicuous power lines leading down into a pit. I think we should probably follow it down. Well, I suppose we could jump down and see what happens. Bumblebee, would you consider an alternative? Zack, weiter. What are you thinking, Ratchet? How about the elevator? Kriegst du mir dein Hörnchen mit dem Tracking hier? Right. That would have been a long run. Bald ist es vorbei. Earth's gravity is 9.8 meters per second squared. Bumblebee! All right, I get it. Is there a problem, friends? Can't fit in the elevator. Check the stairs, Bumblebee. Nimm mal die Treppen, okay, Bumblebee, echt elevator, mal. Little friend. I'm going down the long way. We'll meet at the bottom. So. Later, Bumblebee. I already alerted Optimus and Grimlock, and they're on the way to rendezvous. So. Und abgeschlossen. Jetzt kriegen wir die Statistik gleich. Wie gut wir waren. Ah, ich war ein bisschen besser als im ersten Durchgang auf meinem englischen Kanal. Da hatte ich irgendwie 20%. Multiplier. Ja. So, wir haben 13.000 Energon. Das ist ziemlich gut eigentlich. Finde ich jetzt für meine Verhältnisse. Und genau, jetzt können wir ins dritte Level. Und wir können jetzt hier unsere Sachen ausgeben. Also jetzt würde ich tatsächlich mal für die Hauptkanone ein bisschen mehr Power ausgeben. Und vielleicht, ja, Ultra. Ne, ich würde jetzt nichts ausnehmen. Ich würde dann nochmal für die Main Gun. Ja, und jetzt kannst du entweder nochmal das Tutorial oder man kann halt in so einen Arcade-Mode reingehen. Jetzt, hier kann man noch die Höhe einstellen. Hier, da war ich gerade drin und der Arcade-Mode da ist halt einfach ohne Story. Kannst du halt die ganzen Levels auch nochmal auswählen. Finde ich eigentlich ganz cool, ja. Ja, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Transformers Beyond Reality, Leute. Ja, jetzt habe ich auch endlich mal gezockt. Es ist ewig her, dass ich die PlayStation VR auf dem Kopf habe. Und ja, also das für Leute, die Rail-Shooter mit viel Action mögen und dazu auch noch Transformers gut finden, ist das gar nicht schlecht, ja. Also das ist wirklich knallharte Action, wenn du einfach mal ein bisschen ballern willst, ja, ein paar Upgrades, vielleicht dich auch noch die Punktezahl interessiert und du hast ja auch noch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich glaube, dann ist das gar nicht so schlecht, ja. Also das ist schon ein schicker Shooter. Aber was mir gar nicht gefallen hat, ist, dass es offensichtlich keine PS5-Optimierung gibt, ja. Das, also ich habe das jetzt an die PS5 angeschlossen und da würde ich schon erwarten, dass das Spiel gerade von der Grafik oder den Treppchenbildungseffekten optimiert wird, ja. Ich habe ja nicht umsonst so eine teure Konsole hier stehen. Das finde ich schade, ja, also das, vor allem im Hintergrund, das sieht so dermaßen unscharf aus und das liegt in meinen Augen nicht an der Auflösung von der PSVR, sondern tatsächlich an diesen Treppchen-Effekten und alles. Schade, aber es macht trotzdem Spaß. Also es ist nicht so, dass es jetzt dadurch schlecht ist, aber in den heutigen Tagen, wo ja doch schon ein paar Leute die PS5 haben, hätte ich schon erwartet, dass das optimiert wird. Naja, gut. Ich meine, es kostet nur 20€, ja, wenn man das mit anderen PlayStation-Spielen vergleicht, das ist natürlich nicht so teuer. Also, wenn ihr Bock auf Rail-Shooter habt, ein Auge zudrückt bei der Grafik und Bock auf Transformers habt, dann ist das was für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Bude.de